Den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arty mit seinen Käfer-Pokémon und Aloe mit ihrem Pokémon von Typ Normal. Wie hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert? Wenn du ein Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück. Aber seid gewarnt, um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Aloe! Aloe ist wieder da. Die Arenaleiterin Aloe ist wieder da. Nice, 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 nice. Gut, zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Arti? Sollen wir sie verfolgen? Nein. Den gestohlenen Dracoschilden haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie jetzt nur in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Aloe, Aloe. Ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann. Ich erwarte dich in der Pokémon-Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Eine Spinnergalaxie. Das ist der Dracoschild, den da in den Händen hältst, richtig? Eine Spinnergalaxie hat Aloe den Dracoschild übergeben. Vielen Dank, eine Spinnergalaxie. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, einen so lieben Trainer wie dich zu haben. Hier, als kleinen Dankeschön, setz ihn gut ein. Eine Spinnergalaxie erhält einen Mondstein. Einen Mondstein. Nice, ein Mondstein. Das heißt, wenn ich hier irgendwo zum Beispiel Pipi, das Pokémon, das Mond-Pokémon. Könnte ich zum Beispiel ein Pipi entwickeln? Ich könnte ein Nidoran entwickeln, ein Nidorina, sogar Somian könnte ich zu Somivore entwickeln. Aber gut zum Text zurück. Also, ich bringe den Dracoschild jetzt wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Schon weg? Jetzt bin ich wieder allein. Diese verschissene Einsamkeit. Naja, machen wir uns zurück auf den Weg. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo hinkomme, dass ich meinem Pokémon-Team heil. Oh, Wundersaat haben wir gefunden. Wundersaat ist, glaube ich, eine Pflanze, also ein Item, das die Pokémon von Typ Pflanze stärkt. Ah, okay. Hier geht's quasi nicht zurück. Ich wollte noch mal nach Septerna City gehen, damit ich. Oh, nein, ich will nicht kämpfen. Bitte nicht kämpfen. Alter, ich möchte vorhin noch mein Pokémon-Team heilen. Ich wette, wenn ich da jetzt weitergehe, dann kommt es zu einem Pokémon-Kampf. Schaut euch das an, Alter. Schau mal, schau mal. Ich habe einen Orden aus der Arena von Orion City. Oh, du hast auch einen. Lass uns durch einen Pokémon-Kampf herausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist. Oh Gott. Ja, von mir aus. Wenn es unbedingt sein muss. Ich wollte eigentlich meine Pokémon heilen. Los, Eugen. Ja, ich denke, dass Eugen hier noch eine Chance hat mit Schlecker zum Beispiel. Heilen wir ihn. Ja, wir haben Eugen gut, eigentlich sehr, sehr gut trainiert. Er ist schon Level 15. Schlecker hätte ich eigentlich einsetzen sollen. Schlecker ist besser.
Weil Schlecker sehr effektiv ist gegen Psycho. Ja, aber wir paralysieren ihn leider nicht. Oh, Windstoß. Was los, Leute? Jawohl, wir haben ihn paralysiert. Jetzt sind wir schneller wie er. Ich denke, wir machen mal Grazfurie. Na, leider nicht. Wir haben ihn nicht besiegt, aber es hat schön Damage gemacht. Aber jetzt haben wir ihn besiegt. Fleckknäuel, noch ein Fleckknäuel. Ja, lassen wir Tina mal. Terrybug, wir haben Terrybug noch gar nicht ausprobiert. Also Tina sozusagen hat sich ja schon weiterentwickelt. Boah, Bedrohung, das ist nice. Wir haben Bedrohung. Bedrohung ist immer schön zu haben. Ja, wir sehen, dass Tina verdammt stark ist. Ist ja klar, wenn es sehr effektiv ist. Wo schon wieder ein Fleckknäuel. Das wird Tina auch noch machen. Oh, Schnüffler, dein Ernst? Ich lach mich schlapp, Alter. Das war ja easy peasy. Und es gab auch einen neuen Levelaufstieg. Nice. Ein Kampf gegen einen Trainer mit Orden ist eben doch etwas Besonderes. Ja, eigentlich schon. Kann man schon so sagen. Oh Gott, noch ein Kampf? Ja, noch ein Kampf. Das bedeutet, wir kommen noch immer nicht zum Pokémon-Heim. Warum kommen Menschen und Pokémon so gut miteinander aus? Damit beschäftigt sich meine Forschung. Oh, ein Somian. Somian Level 17. Ja, das wäre mir mit Schlecker. Oh, ein Volltreffer. Oh Gott, ein schöner Volltreffer. Ein schöner Volltreffer. Wirklich, Leute. Machen wir mit Schlecker weiter. Oh, das Pokémon ist paralysiert. Es kann sich nicht rühren. Ah, es kann sich doch rühren. Komm schon, Eugen, du schaffst das. Schlägt das Pokémon in den Tod. Oh, Mondschein. 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 Ja, machen wir mal eine schon. Mondschein ist auch schön. Das stellt die KP wieder her. Oh, Gena. Nee, ich denke, Tina sollte das machen. Du schaffst es, Tina. Ja, das ist immer wieder gut, wenn. Oh, schon wieder Mondschein. Ich wollte sagen, es ist immer wieder gut, Bedroher zu haben. Bedroher ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Ja, machen wir die Verteidigung runter. Oh, es will mich auch zum Einschlafen bringen. Ja, vielleicht besiegen wir es noch mit Biss. Fast. Jetzt bekommen wir die Wut zu spüren vom Somian mit Zischstrahl. Oh, Tina ist eingeschlafen, aber ich bin mir sicher, wir haben noch einen von den Bären. Oder wir setzen einfach einen Aufwecker ein. Ja, Tina ist. Oh no, oh no, oh no, oh no. Schon wieder Mondschein. Und Tina ist übrigens wieder wach. Ja, so, das war's.
Dina hat uns wieder mal sehr, sehr geholfen, den Kampf gegen den Schultrainer zu gewinnen. Ja, ich denke, das war's. Wir können wieder zurückgehen und unser Pokémon-Team heilen. Ja, das war's dann eigentlich auch wohl. Das war's dann wieder mit dem Part sozusagen. Das war Part 11. Ja, Part 11 wird wohl aus drei Teilen bestehen, so wie es aussieht. Weil wir hier einfach sehr, sehr lange gebraucht haben. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall wieder ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und folgt mir weiterhin auf meinem Kanal Hannes Spielergalaxie für weitere Videos. Ja, ich wünsche euch dann noch großen Fun beim Anschauen und wir sehen uns dann hier auf meinem Kanal Hannes Spielegalaxie zu Part 12 zu Pokémon Schwarze Edition Nintendo DS. Ja, haut rein, Leute. War wieder eigentlich richtig nice, nur die Pokémon haben schon ein wenig ziemlich genervt. Vor allem die Strawickel, die waren richtig nervig, oder auch Toxipet. Tja, alles klar, Leute. Wir sehen uns dann, wie gesagt, im 12. Part von Pokémon Schwarze Edition. Haut rein, ciao, ciao.